Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe Sprite Seeing mit Rule of Rose. Während Jennifer jetzt gerade hier ihre Runden um den Block dreht im Filth Room, ja, damit sie die angesetzten Funde wieder los wird vom ganzen Schokolade und Candy und Scones und Shortbread futtern. Weil ich musste ja wieder viel Energie aufladen, nachdem ich mich einigen Gegnern gewidmet habe. Ja, wenn wir damit fertig sind, werden wir weitermachen auf unserer Fährte, die natürlich der liebe Hundemann aufgenommen hat. So, ich schmeiß mal hier alles weg, was ich nicht brauche. Die der Hundemann aufgenommen hat und ja, Essen behalte ich natürlich alles, ne? Ja. Und hoffentlich finden wir Joshua den Bären und Joshua den Prinzen. Weil denen sind wir jetzt hier hinterher. Und wenn ich hier schon so viele Health Items oder wieder einiges an Health Items gefunden habe, könnte das auch nur bedeuten, dass vielleicht bald ein Bosskampf mit Amanda oder so ansteht. Darauf habe ich so gut wie gar keinen Bock. Aber wir haben immerhin gesaved. Und das ist ja schon mal was. Okay. Jetzt steht hier keiner rum, wo wir... Aha. Ich dachte, es wird wahrscheinlich hier zu Amanda hingehen und dort wird jetzt gekämpft. Aber nein. Der Aristokratenclub. Der roten Wachsmalkreide. Steht hier? Ne, die steht auch nicht mehr hier. Okay. Okay. Oh, es findet hier oben statt. Bisher gab es hier oben noch keine Kämpfe, also... Ich hoffe, das wird jetzt auch nicht... Und? Aha. Ach, guck mal. Da ist er doch. Joshua der Bär. Da haben wir ihn. Ein Tellbär, dem sein Schwanz fehlt. Den haben wir zum Glück. Ach, und guck mal da. Ich hab Joshua gefunden. Aha. Hier siehst du. Nee, das war aber nicht deiner, oder? Ich laufe weg. Oh Gott, da ist sie ja mit dem Bären. Aber der lag doch hier einfach nur so rum. Okay, wir können ihn... Habt ihr das auch gehört? Nein, ne? Wir können ihn reinschmeißen, aber bevor ich das mache, ich will auch nochmal gucken, da ist doch diese eine fucking Geheimtür, die sich nie öffnet. Nee. Ach, vielleicht ist hierfür dann der geheime Schlüssel, den wir angeblich bekommen sollen, wenn wir alle Parfums zusammen haben, die wir natürlich jetzt nicht mehr zusammen bekommen können. Weil da so eine schöne kalte Brise da durchgeweht ist, bin ich eigentlich immer noch... Wo bin ich denn da in der Rangfolge? Ich bin immer noch auf Filthy, ne? Aber Amanda ist die Bottom Bitch. Weiterhin. Okay, ich nutze die Gelegenheit und schmeiß einfach den alten Joshua hier rein. Wo ist er denn? Da. Yes! Rein mit dir, Joshua. Was guckst du denn da durch? Hm? Ah, und die Tür hat sich geöffnet. Okay. Puh, Schaufel ist bereit. Ich gehe rein. Oh, scheiße. So, jetzt gehe ich rein. Whoa! What the hell? Oh nein. Und hier werde ich nicht wieder gerattet. Come here, Jennifer. Let's have a little talk. Das ist doch hier Kirsten, oder? Da. Oh Gott. Alle. Alle zusammen. Verbrennt die Hexe. She's the one who stole it. Du Lügnerin. Nur weil ich hübscher bin als du. Und schlanker. Und größer. Gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. A word from the princess. Aha. Jennifer has brought a wonderful gift to the Aristocrat Club. Oh. Now you can have your very own red crayon. Oh. Ich krieg endlich einen roten Wachsmalstift. Hats off to you. Ha. Wir haben es geschafft. Haha.
Und Quasimodo hier. Tja, jetzt kann ich auch ekelhaft anderen Leuten gegenüber sein. Das ist es ja das, was man im Leben erreichen will, ne? Wo sind alle hin? Oh Gott, ist das nur ein Euphemismus? Ich krieg eine rote Wachsmalkreide. Alter. Oh nein! Oh nein! Oh Scheiße! Warum macht ihr sowas? Verpisst euch! Alter, wie soll ich die denn alle besiegen? Oh nein! Ach, jetzt kommt die Szene aus dem Intro. Oh Gott. Alter, Alter! Ah, okay. Gut, also doch kein Kampf, oder was? Dann mache ich einen neuen Save. Das heißt, wir haben das Kapitel beendet, oder? Ich habe keinerlei Ahnung, wo das hin wird. Und ja, November, tatsächlich. Wir haben den Oktober endlich geschafft und die Monate davor und... Oh, The Funeral, das Begräbnis. Ach, da hatten wir ja am Anfang doch was, ne? Okay. November 1930, das Begräbnis. Oh Gott, da. Ein Sack, der sich bewegt in der Kiste unter dem Grund. Aha. Okay. Okay, das kenne ich doch. Immerhin bin ich noch am Leben. Ich bin vollgeschmiert mit Zeichnungen. Ja, zum Glück ist es kein Blut, oder? Alter, was ist denn jetzt los? Zigaretten? Nein. Warum habe ich denn rote Wachsmalkreide komplett im Mund? Alter, was soll denn das? Okay, da hänge ich wieder, ne? Wie war es denn das letzte Mal? Muss er mich bewegen und... Ach, da liegt ja der Hundemann. Kann ich irgendwas machen hier? Nein. Was war es nochmal? Viereck, ne? Stay. Nicht stay, Kreis. Komm. Komm, Hundemann. Komm. Hundemann. Come. Bitte. Ah, sehr gut. Jetzt beiß mir die Fesseln durch. Yes. So gehört sich das. Aber das ist nicht mehr das Luftschiff, oder? Wie vollgeschmiert ich bin. Da, Hundemann, ja. Bist ein Feiner. Das ist nicht mehr... Ah. Das ist nicht mehr das Luftschiff, sondern diese alte Villa. Leider, trotz des wunderschönen Sonnenuntergangs, war das der unglücklichste aller Tage für sie. Oh, was? Nur der stille Kompagnon des Mädchens hat erkannt, wie sie in Angst gezittert hat. Und so begann dieser Tag. Oh nein. Es schreit Finale. Wir haben den roten Wachsmalstift gefunden. Das bedeutet, ich bin ein Aristokrat jetzt geworden. Okay, immerhin der Sonnenuntergang kann ich hier rausgucken. Ist wirklich wunderschön. Habe ich denn meine Items noch? Da hängt ein Sack an der Wand, ne? Hol ich mir gleich an, nachdem ich... First Hell brauchen wir nicht. Red Crayon sollten wir behalten. Warte mal, ich schmeiß das mal... das andere Essen dort rein. Und ich greife mir jetzt mal so Candy. Da. Ein Shortbit. Wir wollen es ja gut sortiert haben, ne? Die Schaufel würde ich gerne ausrüsten. Naja, nee, ich gebe ihr erstmal das Hackebeil.
Bin zu oft mit der Schaufel rumgelaufen. Equip. Können wir mit dem Red Crayon was finden? Ja. Okay. Hier schon mal. Okay, natürlich raus aus der Tür. Was ist. Ach, was hängt denn da? Okay, da hängt so ein Säckel. Da drüber. Kann ich das runterhacken? Nee, hier auch. Alter, die bewegen sich ja alle. Ein rotes Herb? Kann ich das mit dem grünen mixen? Ach nee, falsches Survival-Horror-Game. Okay. Nee, noch nicht raus. Ich will mit dem Bucket Knight erstmal. Und das Versprechen steht auch noch da. Ich frag den einmal kurz, was denn so Phase ist. Du bist jetzt ein Aristokrat, mein Mädel. Um zu sehen, ob du wirklich akzeptiert wurdest, musst du mal losraufen und dich alleine mal umschaufen. Umschauen. Das ist dein einziger Hinweis. Nee, speichern brauchen wir ja nicht. Ja, ich hab doch gerade eben erst. Okay, ja, das ist wirklich ein schöner Sonnenuntergang. Das ist das Waisenhaus, ne? Guck mal, Foul Smelling Laundry. Genau, es ist also das Waisenhaus, das wir bei Nacht durchsucht haben, das letzte Mal. Weil es die Toilette, aus der wir gekommen sind. Warte mal, wir haben doch noch bestimmt... Genau, da haben wir doch die Map. Natürlich total nutzlos. So klein, wie alles dann aufgemalt ist. Ja, dann gucken wir mal, ob wir jetzt wirklich zur Vereinigung des Red Crayon gehören. Zum Aristokratenclub. Aha. Er geht runter. Aber ich... Es sieht noch nicht so Gegner... Ich hoffe, bisher gab es hier... Okay, Tür ist dazu. Bisher gab es hier keine Gegner. Ich hätte mal gedacht, dass ich... dass ich mich hier mal in den Schlafräumen umgucke. Aber das geht wohl nicht. Also muss ich jetzt nach unten... Na gut, die Lichter fällt, obwohl doch, das Licht scheint auf Jennifer drauf, ne? Wenn ich da vorbeigehe, guck mal. Ja, nur von vorne aber. Nur wenn ich direkt von vorne dann drauf gucke. Okay, ja, tatsächlich, also Lichteinfall gibt es und Schatteneinfall. Das ist gut gemacht. Ach, guck mal, die Kinder machen sauber und da ist ja der Vorsteher dort, der Internatsleiter, dieses Grabbelschwein. Ja, was guckt ihr? Noch nie jemand gesehen, der vollgeschmiert ist mit roter Kreide. Spacken. Okay, Großmeister Willi. Was? Also, junges Mädchen, hast du dich entschieden, wieder Play Hockey again? Vergiss nicht, in mein Büro zu kommen. Später. Okay, ist das nicht so rumknutschen oder so? Na, egal. Als der strenge Lehrer den Raum verließ, war das Mädchen ganz alleine. Und jetzt spielt diese komische Musik. Okay, also ich soll in den Raum des Lehrers, nach dem, was er mit Amanda angestellt hat, habe ich ehrlich gesagt nicht so die Böcke drauf. Aber wir sollen hier hin. What the hell is going on here? Ach, die kämpfen dann wieder. Der schlampige Prinz hat unruhig herumgeschubbert. Und sagte, Mr. Hoffmann will dich sehen. Ich würde mich beeilen, wenn ich du wäre. Ja, was ist mit dir? Der Fettsackprinz. Der sagte, wurdest also von Mr. Hoffmann gerufen, hm? Lass ihn besser nicht warten, sonst kann ich hier raus? Natürlich kann ich nicht raus. Aber das ist doch nicht Mr. Hoffmanns Büro dort. Oder ist es? Ist es? Oh, wait. Es sieht schon ein bisschen nicht ganz so ungastlich aus bei Tag, ne? Wo ist denn der Hundemann gerade verschwunden? Ach, im Sack. Ah, guck mal, die Zeichnungen auf dem Boden sind immer noch da. Jetzt muss ich hier hin. Alright. Ach, der hintere Aufgang ist es, okay. Und hier... Okay. In den Keller? Warum? Ich möchte nicht in den Keller. Alter Keller. Boah. Achso, das ist nur ein Baum, der da unten reinragt. Was ist denn das für ein Kellerverlies hier? Hä?
die Zelle der Abbitte. Oder der Buße, des Buße leisten. Jennifer hat, den Schwur gefunden. Okay. Wo ist der Schwur? Look. Ich schwöre, das hatten wir ja schon, ja. Ich schwöre meine Treue dem Prinzen und der Prinzessin. Ich werde meinen Nachbarn lieben und ich werde jeden Monat ein Geschenk abgeben. Ja, es hieß doch, dass die Kinder. Kann ich raus? Ich hoffe es. Dass die Kinder im. Oh Gott, dieses. Das macht mich ganz kirre. Kann ich hier lang? Und hier lang. Oh, die Zelle der Einsamkeit. Dass die Kinder dann so verrückte Zeichnungen gemacht haben. Alter. Ein einfacher. Ein einsamer Stuhl steht dort. Es lässt das Mädchen sich unruhig fühlen. Alter, was passiert hier in diesem Keller? Gott. Ich fühle mich echt nicht wohl hier. Das sind ganz andere Erziehungsmethoden, als man es normalerweise gewöhnt ist. Da geht es so immer in Waisenhäusern ab. Das weiß ich leider nicht. Das ist die Zelle des Vergnügens. Ah! Der Filmprojektor ist kaputt. Aber ich habe doch so eine Filmrolle mal gefunden. Okay, ich verstehe. Also wenn ich die Filme mal habe oder die Filmprojektor repariert habe, dann kann ich bestimmt mir die Dinger hier angucken. Alright. Vielleicht machen wir das dann ja so, selbst wenn ich es hier in-game dann nicht schaffe. Oh. Die Zelle der Glückseligkeit. Okay, steht hier, ich kann es nicht lesen. Das sieht aus wie so ein Folterwerkzeug. Vielleicht lade ich mir dann ein Spiel schon aus dem Internet runter, wo die Filme freigeschaltet ist, falls ich sie nicht schaffe. Und dann gucken wir sie vielleicht einmal an, damit wir das auch hin haben. Das sind creepy looking dolls, ne? Dann creepy Puppen. Oh, das sehen aus wie diese augenlosen Dinger, die wir, die uns angegriffen haben. Sie machen Jennifer Angst. So ein Schraubstock hier und oh Gott, oh Gott. Und das ist die Cell of Bliss. Okay. Da ging's auf. Es ist ein großer Keller, ne? Die Zelle des Bedauerns. Ah, da sind jede Menge leere Kisten und da stehen Namen drauf. Mac, Diana, Nicholas. Dahin liegt aber was, ne? Oh, eine Holzfällaxt, geil. Kann ich bestimmt einsetzen, da brauche ich die dumme Schaufel nicht mehr. Whip. Oh, super. Ich schmeiß die Schaufel gleich mal weg. Prop. Oh, und die ist auch wie. Oh, super schnell. Guck mal, wie schnell die ist. Oh, das ist toll. Das ist das. Ein Fahrrad eines Erwachsenen. Also ein. Ja, so sahen die Fahrräder damals aus mit dem großen Rad vorne. Wer kam denn auf die Idee, dass das Sinn irgendwie ergibt? Es ist natürlich voller Staub. Okay, und hier lauter Werkzeuge. Was ist der Werkzeugraum hier? Ist ja. Ach, warte mal, da vorne lag was. Obwohl, ich wollte gucken, ob ich. Den Hundemann was schnüffeln lassen kann. Da lag aber auch was. Hier war da mal Empty Cases, aber da vorne habe ich da was gesehen, da unten. Da, Dogfood, Hundefutter, ah! Ach, das ist bestimmt dann dafür da, wenn der Hundemann dann krank, also, ja, wenn er kaputt gehauen wurde, dass man ihn dann wieder versorgt. Okay, hier ist nur eine Kiste, ein bisschen Wasser auf dem Boden. Will mich aber, hier bin ich ja noch nicht gewesen, einmal gut umschauen, weil das wird vielleicht nochmal wichtig werden. Okay, und hier ist auch nichts, ne? Auch keine Geheimgangstür und so weiter. Ups. Dann gehen wir zurück. Und wieder rauf. So. Dann, wir können dem Hundemann natürlich jetzt nicht den Schwur
oder sowas, ja, den können wir ihm nicht zum Schnüffeln geben. Aber immerhin kann er nach ein paar Items suchen. Aber ansonsten machen wir uns auf den Weg zurück auf und gehen ins Rektorenbüro. Jetzt haben wir ja die Axt. Jetzt kann er uns. Hey Rektor, soll die Hausaufgaben machen? Schnapp. Ja. Wie? Ich bin wie eine Schlampe angezogen. Schnapp. Zack. Ja. Ey, was hast du gesagt? Schnapp. Ups, schnapp. Ah, da hat er was gefunden. Candy. Oh, sehr gut. Give me more candy. Gibt's hier noch was? Ich hoffe, du musst nicht viel laufen. Aber Candy ist willkommen. Hier muss, vielleicht gibt's hier ja keine Murmeln mehr, weil unsere Kiste ist ja nicht mehr vorhanden. Ne? Wir sind ja jetzt nicht mehr auf dem Schiff, das heißt, wir können noch keine Murmeln abgeben. Also auch wahrscheinlich keine Special Items mehr. Ey, komm, du wirst mich doch nicht wieder runter in den Keller bringen, oder was? Für ein Candy würde ich das noch machen, für ein Candy. Aber sonst lässt du mich hier im Kreis laufen, Hundemann. Was soll denn das? Wie ist es eine Murmel? Da bin ich böse mit dir. Da hat er was. Oh, Candy, super. Du bist der beste Hund aller Zeiten. Findest du überall Candy? Ah, hier ist bestimmt auch Candy drin. Ach, das ist toll. Candy Girl. Ach, schön. Noch ein Candy. Ach, gibt keine mehr. Na gut. Okay, dann aber jetzt zum Rektor. Wo wir uns vercandied haben. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob dann natürlich jetzt den Pledge, den wir gefunden haben, den Schwur. Ob der noch wichtig ist, wenn wir jetzt uns mit dem Rektor einlassen. Vielleicht hat uns das aber speziell da nach unten geführt, nicht nur, dass wir den Schwur holen, sondern dass wir auch die Axt finden und für etwaige Übergriffe dann vorbereitet sind. Jetzt haben wir den Rektor natürlich warten lassen, aber wenn er nicht kuscht, dann gibt's zack, Axt ins Gesicht. So hast du es verdient. Spacko. Aha. Falsche Tür? Die Tür. Closet Room? Nee, wieder falsche Tür. Jetzt, das ist der Schrankraum. Gibt's hier irgendwas? Nein. Okay, auch nichts zum Nehmen. Aber hier musste ich doch lang. Hier war zu. Ach, das ist der Rückwärtsausgang hier. Okay, dann ist klar, dass hier zu ist. Dann ist es eine von den Türen gewesen, ne? Da ist der Room of the Headmaster. Okay, bevor wir aber uns mit dem Headmaster zusammensetzen und reden. Das machen wir nicht mehr heute, sondern im nächsten Teil von Sprite Seeing mit Rule of Rose. Ich war der Gregor, das war Jennifer, das war der Hundemann und wir sagen, hui, bis zum nächsten Mal.